Eine Entscheidung des Bundessozialgerichts zur Zurechnungszeit wird bald fallen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir hatten es ja schon mal berichtet, dass mehrere Revisionen zum Thema Anwendung der Zurechnungszeit für Bestandsrentner für die Rechtsregelung ab 2018 und 2019 beim Bundessozialgericht anhängig sind. Konkret geht es zum Beispiel um folgende Rechtsfrage, die durch das Bundessozialgericht zu entscheiden ist. Verstößt es gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz nach Artikel 3 Grundgesetz, wenn ein Erwerbsminderungsrentenbestandsrentner, ich weiß, ein schlimmes Wort, dessen EM-Rente vor 2018 begonnen hat, von den Neuregelungen der Zurechnungszeit aus dem Jahr 2018 oder 2019 ausgeschlossen wurde. Die Zurechnungszeit wurde 2018 mit Beginn einer Erwerbsminderungsrente auf das 62. Lebensjahr und 3 Kalendermonate erweitert und bei Rentenbeginn ab 2019 sogar nochmal auf das 65. Lebensjahr und 8 Kalendermonate. Vor allem bei den beiden letzten Neuregelungen 2018 und 2019 kann es im Einzelfall bis zu 100 Euro oder sogar noch mehr an Rente geben. Dies geschuldet nur durch die neue Zurechnungszeit. Und wir haben am 23.08.2021 eine Information durch einen Leser von Rentenbescheid 24 erhalten, dass gerade sein Revisionsverfahren unter dem Aktenzeichen B5R 29 aus 21 aller Voraussicht nach im ersten Halbjahr 2022 verhandelt wird. Das heißt also, es wird nicht mehr lange dauern, bis der 5. Senat des Bundessozialgerichts hier in dieser wichtigen Frage entscheiden wird. Wir hatten normalerweise 2 Rentensenate beim Bundessozialgericht. Das ist der 5. und der 13. Senat. Und den 13. Senat gibt es laut aktuellen Geschäftsstellenplan nicht mehr. Also das gesamte Rentenrecht wird nur noch durch den 5. Senat des Bundessozialgerichts abgearbeitet. Das Bundessozialgericht, der 5. Senat, wird in der Frage der Anwendung der Zurechnungszeit für Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner, die also vor dem Jahr 2018 oder 2019 eine Erwerbsminderungsrente bekommen haben, zu entscheiden haben, ob die Zurechnungszeit für die Zeiten ab 2018 oder dann halt auch später 2019 für diese Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner anzuwenden ist und damit Sie als Betroffene möglicherweise sogar rückwirkend eine Rentenerhöhung bekommen können. Und genau um diese Frage geht es in diesem von mir angesprochenen Revisionsverfahren. Ich sage Ihnen nochmal das Aktenzeichen. Das ist B5R 29/21R. Und Sie können das nachlesen auf der Internetseite vom Bundessozialgericht bei den anhängigen Rechtsfragen des 5. Senats. Millionen Rentnerinnen und Rentner, die eine Erwerbsminderungsrente haben und oder bekommen und die möglicherweise von dieser Regelung betroffen sind, warten auf diese Entscheidung. Ob es so kommen wird, das werden wir sehen, wenn das BSG entscheidet. Sollte es einen realen Termin geben, werden wir Ihnen den natürlich auch bekannt geben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.